Yo, was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen coolen neuen Out-of-Map-Glitch zeigen. Eigentlich ist es ein Glitch für alles. Man hat Pile-Up, man hat Godmode, man hat alles. Ihr müsst da hinkommen und euch selber töten und diesen Stein anschauen. Wenn ihr dann nach vorne schaut, muss euer Kollege genau da hinstehen, wo er bei mir steht. Und er muss euch wiederbeleben. Was ihr machen müsst ist, während er euch wiederbelebt, müsst ihr den linken Stick nach hinten drücken, dass ihr sicher von diesem Lastwagen runterfällt. Was ihr jetzt machen könnt, ist von da aus darüber auf diese Mauer springen. Das ist ein ziemlich ausgeknipster neuer Scheiß und es ist wirklich auch das erste, zweite Mal schwer darüber zu kommen. Ich habe da sicher etwa 10 Anläufe gebraucht, bis ich da mal drüben war. Auf was ihr achten müsst, ihr könnt nicht in diese Fenster reinspringen. Ihr müsst wirklich ganz außen an der Mauer laufen, wenn ihr da rüber lauft. Weil, wie ihr seht, bin ich da jetzt in diesem Raum drin. Und was ihr da drin machen könnt, ist, ihr könnt euch töten und dann wieder den Glitch von vorne anfangen. Das wollen wir aber nicht. Und ihr müsst wirklich schauen, dass ihr ganz außen an diesem Rand läuft. Was jetzt der nächste neue Schritt ist, der auch ein bisschen schwer ist, ihr müsst da rüber springen auf diese Fensterbank. Weil wenn ihr am 1 runterspringt, da könnt ihr auch stehen, aber ihr seid so weit unten und von daher könnt ihr nichts mehr machen. Wie ihr seht, habe ich schon den zweiten Fail abgelassen. Man kann da rüberspringen, aber man muss schauen, dass man oben auf der Mauer bleibt. Wie ihr seht, zweiter Fail, Kollege musste mich wieder rauskaufen und ich muss wieder den ganzen neuen Glitch machen. Ihr müsst wirklich schauen, dass ihr da auf diese kleine Mauer springt. Es ist nicht wirklich schwer. Ihr müsst sicher 1 oder 2 Versuche braucht ihr sicher. Weil dieser Glitch ist wirklich ein bisschen schwer. Wenn man ein bisschen springen kann, dann geht das schon. Von hier aus könnt ihr jetzt links ganz langsam auf diese Mauer runterspringen. Unten seht ihr da diese helle Mauer. Könnt ihr da drauf gehen und von hier aus ist es wie ein Labyrinth. Ihr könnt wirklich auf jede Seite laufen und das ist richtig cool. Weil von hier aus kommt ihr wirklich überall hin. Ihr kommt zum Pack-a-Punch rüber, ihr kommt überall hin. Und Leute, eigentlich war es das schon mit dem Video. Ich laufe da ein bisschen noch rum, ihr könnt noch weiterschauen. Ich will einfach noch etwas sagen, dass ich das richtig cool finde, dass mein Kanal letzter Zeit so aufgeblüht ist. Und mein nächstes Ziel sind die 1000 Abonnenten. Ich weiß, es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und einen Daumen nach oben da lasst, dass mein Kanal ein bisschen wächst und ihr seid ja ein Teil davon. Und ja, man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Ah ja, was ich noch sagen wollte ist, ich danke noch Kroko, dem kleinen Affenkopf, dass er mir immer bei den coolen Glitches hilft. Und ja, bye bye. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will, everything I'm working on. Where most of the people are so close-minded. I know that you like it like that. I'm way designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a